dem Grund, weil das Laub, was unter der Schneeschicht wieder zum Vorschein kommt, sehr, sehr trocken ist. Und bei Temperaturen so ein bisschen über 0 Grad kann das Laub dann sehr schnell bei einem kleinen Funken anfangen zu brennen. Also die Kälte ist sogar noch so eine Art Katalysator. Das bedeutet, kalte Luft hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit weniger gut aufzunehmen. Das bedeutet, kalte Luft ist trockener. Gemeinsamkeit ist einfach, dass es trockene Bedingungen braucht. Das ist im Sommer so, genau wie im Winter. Und im Sommer, wenn es langanhaltend länger trocken ist, dann kann der Boden oder kommt sozusagen die Sonne ungehindert auf den Boden, kann diesen austrocknen. Und gerade diese Trockenheit mit fehlendem Niederschlag sorgt dafür, dass Waldbrände leichter entstehen können im Sommer.